Moin moin Leute und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Minecraft. Wir begrüßen euch ganz herzlich hier zurück zum guten alten Schlagerkracher des Ostens mit dem Ozzy und Maxman. Und ich würde sagen, wir pennen erstmal, oder? Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Gut, ich muss mal mein Ding richten. Okay. Ja, also wir können da mal über No One Cares Production reden. Meinst du etwa N, wie kürzt sich das nochmal ab? N-O-C und dann Production. War schon. Das war noch. N-O-C. Ja. Ja, also das ist so eine Internetseiten-Dings, Gemeinschaft, Gruppe, bla, blub, und so. Und das betreiben zwei Bekannte vom guten Maxman. Und ich, also und wir drei. Also ich zähle dich da erst zu, wenn ich mal sehe, dass du da auch mal was machst. Also. So geht ja was. Wir haben jetzt angefangen. Aha. Wir haben jetzt eine Internetseite. Ich bin ganz ohr. Also wir haben jetzt eine Internetseite, wir haben jetzt eine App. Warum besitze ich diese App nicht auf meinem Smartphone? Weiß ich nicht. Die ist bestimmt nur das ist bestimmt nur für die neueste Android-Version, habe ich recht? Weil die habe ich nämlich nicht mit meinem Steinzeit-Telefon. Nein, Spaß. So Steinzeit ist das noch nicht. Aber es gibt leider noch für Android die App. Ja, aber kommt auf die Android-Version an, ne? Ich habe zum Beispiel ein veraltetes und kann nicht updaten. Ist ein bisschen blöde, aber muss man mit leben. Ich werde mir kein neues Handy kaufen, bevor mein altes nicht kaputt geht. Ich werde, wie gesagt, demnächst auch anfangen, was zu machen. Achso, ich dachte, du möchtest einen Livestream machen. Nein. Einfach so, ich möchte anfangen, einen Livestream zu machen, liebe Freunde. Einen Livestream. Nein, demnächst mal anfangen, was zu posten und so und. Ja. Ja, das ist doch schön. Auf alle Fälle gibt es da Fortschritt und wir haben jetzt echt viel vor. Achso, übrigens, wenn es schon um Posten geht, ich möchte dich auch bitte darum bitten, dass wenn ich dann im Urlaub bin, dass du auch immer gut unsere Facebook-Seite bearbeitest. Hier nochmal ein kleiner Aufruf, wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann bitte liked unsere Facebook-Seite, da haben wir nämlich bisher nur 10 gefällt mir Angaben und da like, wollen wir, geil. Da wollen wir 5 mehr, also wir wollen 15, das ist so unser Traum, da würde ich auch ein bisschen weinen, wenn das so wahr wäre. Davon mache ich dann ein Video. Genau. Genau. Also das wäre cool, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Da findet ihr übrigens auch unser 100 Abonnenten-Special, ne? Also das wurde nur auf Facebook hochgeladen. Warum? Weil Facebook ein soziales Netzwerk ist. Ich bin ja ehrlich, ich nutze Facebook zwar noch privat, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da auch wirklich so die ganze Zeit mit posten und kommentieren und liken. Ich nutze es eigentlich nur noch für Informationen. Für mehr eigentlich nicht mehr. Ich schreibe auch mit ganz wenigen Menschen nur an Facebook. Eigentlich kaum mit irgendjemandem. Ich bin viel zu selten auf Facebook online. Ich schreibe auch nie mit Maxman eigentlich über Facebook. Ist mir mal so aufgefallen. Ich habe keinen Grund dafür. Ja, wenn wir mal schreiben, schreiben wir eigentlich nur über WhatsApp oder über... Ja, eigentlich nur über WhatsApp. Und wir schreiben auch sehr selten, überwiegend skypen wir. Ja, stimmt auch wieder. Irgendwie ist das hier alles ganz schön dunkel. Hattest du eigentlich das letzte Mal bei der... Nee, hattest du, glaube ich, gar nicht. Mit dem Holz hattest du da bei dem Tunnel weitergemacht? Ja. Wie sieht das jetzt aus? Das muss ich mir nochmal angucken. Das muss ich nochmal sehen. Oh, hatte ich nicht eben noch? Nö, hatte ich nicht. Ich kann euch übrigens auch gleich noch zeigen, was ich denn in der letzten Folge gemacht habe. Ja, das will ich auch sehen. Ich habe die... Du musst einfach nur auf die Farm gucken. Da habe ich so ein paar bei den Türen, habe ich so eine komischen Eingangs... Dinger gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das genau auf Deutsch nennen soll. Tor? Genau, so eine Tore. Ich dachte eigentlich an den Gott-Tor. Ist das nicht eine Marvel-Figur? Oder war das noch was anderes? Ich kenne mich da nicht so aus. Möget ihr mich haten, aber es ist nicht mehr so. Ach ja, genau, wir brauchen noch ein bisschen mehr Glowstone. Müssen wir nochmal irgendwann eine Expeditur in den Nether machen. Vielleicht machen wir das nächste Mal. Ich geh in die Hölle. Das machst du nicht. Spür nicht rum, Kollege. Aber dafür sind wir jetzt auch bald mit unserem... Ich wollte gerade sagen, dafür sind wir jetzt auch bald mit unserem Projekt hier fertig. Nein, Spaß. Wir sind mit unserem... Also, an weiß ich schon nicht, aber das ist jetzt die vorletzte Folge Minecraft. Genau. Danach gehen wir in Ruhestand und... Und ruhen auf unsere YouTube-Millionen aus. Genau, mit...
mit 145 Abonnenten oder was weiß ich, sind wir natürlich YouTube-Millionäre, das weiß ja jeder. Es ist immer ganz lustig, so zu überlegen, weil, ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, habe ich das schon mal in der Folge erzählt? Ja. Es gab mal in meiner jetzigen Klasse einen Hype, da haben sich alle ausgemalt, wie es denn wäre, wenn sie alle etablierte YouTuber wären. Und ich als YouTuber, sag ich jetzt mal, oder als Mensch, der YouTube-Videos produziert, hat davon geträumt, wie es wäre, kein YouTuber zu sein. Nee, nicht ganz. Ich musste da schon so ein bisschen lachen, weil es ist natürlich völlig normal, dass man für 5000 Klicks 70 Euro bekommt, ne? Also dementsprechend... Ist das so? Oh, ich weiß es nicht, Maxman. Sag du es mir. Du bist doch der Social Blade-Experte. Nein. Nein, also man bekommt für 5000 Klicks keine 70 Euro. Definitiv nicht. Ansonsten hätten wir ja schon richtig viel Geld. Kannst du ungefähr einen Referenzwert nennen, wie man kriegt? Also, der Smash-Tab hat mir mal erzählt, dass es immer darauf ankommt, zum Beispiel auch, wie häufig auf die Werbung drauf geklickt wird, die dann halt geschaltet wird. Allerdings ist es so ein grober Richtwert, dass man pro Klick auf sein Video ungefähr 0,01 Cent. Echt? Ungefähr. Ja, das ist auch ungefähr der Richtwert, den ich gehört habe. Kann man das hochrechnen auf 1000 Klicks 1 Dollar? Ich glaube, kommt das hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, ne? Also ungefähr. Das ist so ungefähr der Richtwert. Abhängig davon, was denn für ein Video erscheint, wie lang die Werbung ist. Genau. Wie viele Menschen auf die Werbung draufklicken. Denn Netzwerk ist, weil die wollen natürlich auch Geld davon haben. Ja, aber wobei, und bei kleineren YouTubern ist es ja relativ selten, dass man in einem Netzwerk ist. Stimmt. Aber nicht unmöglich. Unmöglich nicht, nein. Gerade was, gibt bestimmt auch viele kleine YouTuber in Netzwerken. Gibt aber auch genug große YouTuber, die kein Netzwerk haben. Finde ich auch okay. Ja, wie gesagt, hier, ich habe diese Tore gemacht, ne? Ich finde, es sieht ein kleines bisschen besser aus. Achso, ich wollte unsere Schweine mal vermehren, weil wir haben irgendwie immer nur so wenig Schweine. Schweinchen. Pam. Toll, jetzt habe ich nichts mehr zu essen. Oh. Upsi. Ja, wo stehen? Da. Das ist ja roh, das ist ja bar, da kriegt man ja fett die Salmonellenvergiftung von. Herpes. Herpes. Okay. Wer pisst? Herpes. Ja. Jojo. So. Raw Beef, das packe ich mal weg und hole mir dafür mal ein paar Kartoffeln oder ein bisschen Möhren. Irgendwas Leckeres. Sag mal, du machst es aber auch nur so, dass du die Hühner vermehrst, indem du die Eier nimmst und auf den Boden wirfst, oder? Ja, na selbstverständlich. Noch nie anders vermehrt. Doch, also man kann es auch mit Samen machen, aber... Ja, war schon nie gemacht. Ich kann es ehrlich auch nicht. Also bestimmt irgendwie im Singleplayer. Ich habe ja früher auch recht viel Singleplayer Minecraft gespielt. Ich habe es nur gespielt, bevor es Ossi gespielt hat, und dann hatte ich irgendwie so gesagt, ja... doch nicht. Du hast immer lustige Cobblestone-Blöcke gebaut. Du wolltest noch irgendwas zu No Man Cares Production sagen, kannst du? Wir sind eigentlich schon alles, dass wir eine App haben, eine Seite haben und extrem viel geplant haben, was demnächst noch passiert. Ja, genau. Und es kann dann noch sein, dass West Companies irgendwann mit No Man Cares Production kooperiert. Das passiert dann über Maxman. Ich weiß nicht, habt ihr auch einen YouTube-Channel? Ja. Aber wir werden auch erstmal versuchen, YouTube interne News zu machen, also Hypes, Tipps und Tricks, wie man auf YouTube erfolgreich wird, so wie wir. Oh ja. Dann. Und so ein paar Projekte vorstellen, die vielleicht einzigartig sind in Deutschland. Das wie zum Beispiel. Geplant. Ach nee, kannst du dir noch entsinnen? Amerika wollte doch damals mal einen Todesstern bauen. Da hatten wir uns doch sogar eine Außenkabine reserviert, war das nicht so? Ja. Ist daraus jetzt noch irgendwas geworden? Ja, aber das Penthouse hat sich noch gesichert. Tut mir leid. Das Penthouse? Ja, es gibt ja ganz oben auf dem. Bleibt in der Außenkabine auf. Ja. Auf dem Todesstern. Ja, stimmt. Ja, wie gesagt, wir hatten uns eine Außenkabine auf dem Todesstern reserviert und wir werden dann Schweine auch. Wir haben Schweine in unserem Schneedings.
Und kommen wir hier rein? wir werden da dann auch immer mal so ein bisschen mit unserem Starfighter und so hingechillt und so. Aber das wäre schon cool gewesen. Dann machen wir auch ein paar Videos von uns, also da sieht man auch mich drin dann. Ja, das, also spätestens jetzt. Spätestens jetzt wird's unwahrscheinlich. Ja. So. Ach genau, ich wollte die Erntemaschine noch fixen, die ist nämlich im Arsch. Also, ein Stück weit im Arsch. Naja, auf alle Fälle muss man sagen, dass YouTuber sein, auch wenn es nicht hauptberuflich ist, sondern wie bei uns nur so ein bisschen aus Just for Fun, extrem viel Spaß macht. Ja, immer mal. Aber viele Menschen stellen sich das einfach viel zu leicht vor. Definitiv. Das stimmt, ja. Viel zu leicht. Das ist eine Menge Arbeit. Zu leicht. Es ist wirklich eine Menge Arbeit. Ne, und wenn ich dann so höre, oh ja, und voll das schnelle Geld, Digga, wo ich mir so denke, Alter, nein, es geht doch überhaupt nicht. Vor allem so, ja, man könnte denn so eine Videos machen, ne? Und nicht, das Allerhärteste wäre noch, ich habe sogar eine Klassenkameradin, die ebenfalls einen YouTube-Kanal betreibt, aber das natürlich wesentlich semi-professioneller als wir. Also wesentlich unprofessioneller als wir. Ich möchte den Kanal hier jetzt noch nicht verraten, weil ich sowas einfach nicht fair finde. Und natürlich, also die erste Überlegung ist, was benötigt man, um YouTube-Videos zu machen? Ne? Also, das ist ja so. Maxman, womit würdest du sagen, was braucht man auf jeden Fall, um normale YouTube-Real-Life-Videos von sich zu machen? Was ist so das Wichtigste? Computer. Okay. Kamera. Ja. Stativ. Ja. Eine Idee? Also ich finde, das Allerwichtigste ist ein Schminktisch. Achso, das habe ich total vergessen. Das Allerwichtigste ist immer ein Schminktisch, ne? Das ist ja so, ich sitze hier auch an keinem Schreibtisch, das ist ja ein Schminktisch, müsst ihr wissen. Und ich habe so eine Funktion auf meinem Bildschirm, dann machen sich da mal so Spiegel draus und dann kann ich mich immer so ein bisschen schminken. Wisst ihr Bescheid? Nein, also das Wichtigste ist natürlich, nein, sowas, guck mal, man muss ja auch so an sowas denken wie zum Beispiel Schnittprogramme. Ne? Ich meine, man kann es auch mit Windows Movie Maker machen, aber das ist ja nicht so geil. Schnittprogramme, Dings ist fertig, Minecraft. Oh cool, ja, Maxman hat im Hintergrund schon fleißig gerendert und so. Naja, wie gesagt, es ist auch eine Menge Programme. Ich meine, ich nehme jetzt gerade nicht auf, aber im Programm habe ich gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Programme offen. Und das nur zum Aufnehmen. Ja, das ist schon krass. Doch, also wie gesagt, man unterschätzt die Arbeit, ne? Und selbst, ich habe das jetzt persönlich jetzt noch nicht gehört, dieses, ihr macht da so viel Arbeit und hintenrum kommt da nichts bei rum. Also ich finde, es kommt schon was bei rum. Ne? Das ist auch immer so, dass man sagt, zum Beispiel, Ossi kann bestätigen, dass Rendern oder Schneiden anstrengend ist. Oh ja. Auch wenn es nicht viel Schneiden ist, sondern nur das Anfang und das Ende wegschneiden. Ist ja an sich ja nicht viel. Aber auch das ist schon in einem gewissen Maße anstrengend. Ja, vor allen Dingen Let's Plays sind ja mehr oder weniger Massenproduktionen, ne? Und da ist natürlich dann auch krass. Also natürlich kann man alle Videos dann gleich hintereinander rendern, hat dann so Videos für eine Woche oder so. Aber auch das, dann kommt noch Thumbnails machen dazu und das Video rendern dauert allgemein, also ich weiß jetzt nicht, was machst du, während du deine Videos renderst? Ich mache meistens immer die Thumbnails für das Video gleich. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich meine Videos rendere, dann rendere ich die alle jetzt mittlerweile gleichzeitig und nebenbei Mittagsschlaf. Achso, ja. Weil es dauert einfach zu lange. Renderst du jetzt schon alles mit Adobe Premiere, oder? Nee, nur viele. Also nur, wenn ich mehrere gleichzeitig rendern will. Achso. Sonst benutze ich Camtasia, was einfacher ist. Ja, finde ich auch. Also ich benutze es auch. Wir werden euch dann wahrscheinlich auch mal irgendwann die Kanalbeschreibung, die werde ich jetzt irgendwann auch mal bearbeiten. Da werden wir dann euch mal auch reinpacken, mit was für Programmen wir denn aufnehmen und was für Equipment wir nutzen, im Groben so. Ihr wisst Bescheid, alles insofern fresh. Und wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwann in der nächsten Folge, wäre es cool, wenn wir in den Nether gehen würden. Und da ein bisschen Glowstone farmen und so. Aber vorher werde ich mich noch ein bisschen ausrüsten. Und dann würde ich sagen, war es auch schon mit dieser Folge von Minecraft. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst uns vielleicht positives bzw. kritisches Feedback da. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal und habt noch einen schönen Tag. Und das letzte Wort hat Maxman. Auf Wiedersehen.